Hey, ich bin Julian, heute machen wir diesen super leckeren Snack und los geht's. Zuerst gebt ihr in einen Topf ein bisschen Öl und bratet dann ganz kurz die Zwiebeln glasig an. Dann kommen auch schon das Hackfleisch dazu und die Tomatensoße. Mit einem Löffel macht ihr das Ganze klein, dass ihr viele kleine Stücke habt und kocht das Ganze dann einmal ordentlich auf. Jetzt würzt ihr das Ganze auch schon mit Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver und lasst das Ganze reduzieren. Jetzt darf natürlich die Petersilie nicht fehlen, die gibt einen super Geschmack darin ab, also auch nicht sparen. Dann wird das Ganze umgerührt und in der Zwischenzeit schneidet ihr schon mal das Baguette auf und dann gebt ihr ein bisschen Mehl in eure Soße. Das ist zum Andicken, ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit einplanen. Dann könnt ihr das Ganze auch schon auf das Baguette geben und da auch nicht sparen. Viel schmeckt gut. Jetzt kommt ein bisschen Schmelzkäse drauf und darauf noch ein bisschen Mozzarella. Das Ganze wandert jetzt in den Ofen und das für 15 Minuten bei 180 Grad. Vielleicht auch 5 Minuten länger, guckt einfach, wie es euch schmeckt. Dann schneidet ihr das Ganze in kleine, handgerechte Stücke, gebt ein bisschen Schmand drauf, bisschen Petersilie und Pfeffer fürs Auge. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und kommentiert. Tschüss.